Ach, weiter geht's. Also, das läuft jetzt erstmal gut, sehr geschmeidig. Also Könnte ich doch nur mit dir sprechen, Swas. die sieht ansprechbar aus und keine große Eisriesenfeindin. Ist alles in Ordnung? Wenn ich das wüsste, Erhabener. Du erkennst mich? Selbstverständlich, aber ich hege keinen Groll gegen dich. Und selbst wenn doch, hätte ich dringlichere Probleme. Ich muss zur Zwergenzuflucht. Suchst du den Tod? Nein, aber wenn ich nur so meinen Geliebten wiedersehen kann, muss ich das Wagnis eingehen. Sie halten einen Jötun gefangen? Nein, der, den ich liebe, ist ein Zwerg. Swas. Und so seltsam es klingen mag, ich glaube, er liebt mich auch. Bei all dem Wahnsinn, der in dieser Welt vor sich geht, weiß ich, wie wichtig es ist, das festzuhalten, was einem teuer ist. Kannst du mir helfen? Ich will nur mit ihm sprechen. Ich muss wissen, ob meine Gefühle erwidert werden. Wohlan. Aber so kann ich dich nicht hineinbringen. Kannst du deine Gestalt ändern? So, vielleicht? Ausgerechnet ein. Wie bitte? Bleib einfach an meiner Seite und friss niemanden. Ja, vielleicht könnte das aber auch ein Hinterhalt sein, oder? Also, was hast du vor? Ich weiß es nicht. Aber hör auf zu reden, sonst verrätst du uns beide. Weißt du, wie wir zu deinem Zwerg kommen? Ich rieche ihn. Dann führe uns, aber bleib bei mir. Ah, braves Mädchen. Okay, sie rennt schon mal vor. Also ich müsste jetzt erstmal gucken, wie es rein zur Zuflucht geht, aber sie kennt den Weg. Hier kommen ja auch schon die Leute raus. Also von daher wird es schon richtig sein. Könnte auch natürlich eine Falle sein, ne? Hey, Harvey! Warte mal! Du kannst doch dieses Ding hier nicht reinbringen! Es wird uns verschlingen! Keine Sorge, mein Freund. Das ist mein Haustier. Sie wird niemanden verletzen. Dein Haustier? Man sagt, dass du jeden einzelnen Wolf aus Asgard verjagt hast. Glaub nicht alles, was du hörst. Und jetzt lass uns durch. Wo will dein Haustier denn hin? Ich finde es heraus. Das Haustier findet selbst heraus, ja. Du bringst uns nur Ärger. Ja, das kann durchaus sein. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich bin da sehr gespannt. Ich kenne sie auf jeden Fall sehr gut aus, ja. Vesk, hast du den Verstand verloren? Du weißt, was sie mit dir anstellen, wenn sie dich hier sehen. Ich konnte nicht länger warten. Und ich hatte Hilfe. Das sehe ich. Danke, Erhabene. Keine Ursache. Ich habe schon weitaus mehr für die Liebe getan, glaub mir. Also, bin ich nun verrückt? Oder fühlst du dasselbe? Du bist nicht verrückt. Du bist unglaublich. Ich fasse es nicht, dass du dein Leben für mich aufs Spiel setzt. Ohne zu zögern. Hilfe! Hilfe! Wir müssen ihnen helfen. Komm, Erhabene! Ja, jetzt wird es bestimmt noch dramatisch hier. Schauen wir mal. Wölfe ist ja jetzt nichts. Eine Jötun ist eingedrungen. Töte sie! Nein, sie bekämpft die Wölfe. Sie ist eine Verbündete. Ich mach den mal jetzt ganz schnell kalt. War's das jetzt? Selbst. Ruhe in dir selbst. Ruhe in dir selbst. Ruhe an einem anderen Ort, ja? Zur Ruhe! Ah, die stehen hier vor der Tür. Alles klar. War mir jetzt nicht ganz klar, wo die hin ist. Aber die rennt jetzt raus hier, ne? Erst einmal reingerannt, jetzt. Nur ein paar Wölfe, die den Tod suchen. Hau mal die mal weg hier, die Wölfe. Du hättest versteckt bleiben, deine wahre Gestalt geheim halten können. Nun hast du bereits zweimal dein Leben für die Liebe aufs Spiel gesetzt. Die Jötun! Sie hat die Wölfe an unsere Tür geführt! Die Jettler sind unsere Feinde! Ruhe! Seid ihr einfältige Hohlköpfe, die blind dem gegenüber sind, was ihrer Vorstellung widerspricht? Ihr habt es alle gesehen.
Vesk zögerte nicht zu helfen. Sie war ohne Zögern da. Nehmt sie an. Oder sie und ich gehen beide. Wirklich? Ja. Ich wäre ein Narr, wenn ich dich entwischen ließe. Dann ist mein Werk hier getan. Viel Glück euch beiden und euch anderen auch. Oh, ist das schön, eine Liebesgeschichte. Das war das Weltereignis. Die Macht der Liebe. Ja.